Nun denn. Ich glaube, ganz ehrlich, ich mache die Sprecher wieder an. Irgendwie fehlen sie mir jetzt. Hey Kapu! Erster Versuch, erstmal wieder ein bisschen einfahren. Ja gut, aber so fangen wir hier nicht an. Bisschen ordentlich muss das Einfahren schon sein. Ach komm! Ach komm. Nein! Nee, wir haben das nicht fertig gemacht. Aber wir sind kurz davor, also es dauert noch so knappe 2 Stunden, denke ich. Wenn alles klappt, dann machen wir das heute Abend noch. Das Spiel ist ja so in Episoden gedengelt. Und eine Episode dauert halt immer so 1,5–2 Stunden. Und insgesamt sind es 5 und 4 haben wir jetzt fertig. Also gestern haben wir 2 gespielt. Und davor auch 2.
Ach, genau. Ja. Ja, und wir werden wahrscheinlich solche Spiele in nächster Zeit häufiger spielen. Da wirst du dich drauf einstellen müssen. Ja, und wahrscheinlich ist es jetzt wirklich so, dass wir jeden Dienstagabend einen Amiga-Stream machen. Und beginnen werden wir wohl mit Lemmings. Und dann mal gucken, was wir so alles spielen. Also Life and Death und Beefy ist natürlich, die sind natürlich ganz oben mit dabei. Aber ich glaube, beginnen will ich erstmal mit was Ruhigem mit Lemmings. Hey, Tobe! Genau, die Pepperami. Ja, ich finde es auch wahnsinnig schwierig zu sehen, welche Spiele vielleicht noch Potenzial haben. Also zum Beispiel dieses Spiel, was so halbes Text-Adventure war in dem Haus, fand ich auch spannend. Das Auge des Karl oder wie das hieß. Ob man das nochmal weiterspielt oder ob das nur langweilig ist. Okay, die erste gute Runde heute. Genauso dieses abgefahrene Science-Fiction-Adventure, wo man dann da in dieser Paralleldimension landet. Ja, was ich wie gesagt auch wirklich gerne spielen würde, ist Lionheart. Das war richtig gut. 3 Sekunden vorne. Nein, jetzt direkt den Fehler. Zwei Sekunden vorne. Eine Sekunde vorne. Nein, ich hasse diese Kurve. Okay, ist vorbei. Ja, Lemminge sind saubrutal, ja. Aber es gibt gute Musik. Kennen fordert wäre auch irgendwie eine geile Idee. Ich weiß nicht, ob mich das nicht zu sehr frustriert, weil man wirklich mit einem falschen Klick oder so ewig viele Soldaten verliert. Und wenn man die dann so hochgelevelt hat und so. Und dann hat man irgendwie in Mission 12 keine Soldaten mehr. Das kann hart sein. Ja, müssen wir mal gucken. Da ist auf jeden Fall viel Potenzial. Ja, wir können ja mal jedem Spiel so quasi einen
Abend geben und dann uns hinterher überlegen, ob wir das weiterspielen werden oder nicht. Aber dass man halt mal nicht nur, wie ich es jetzt in dem anderen Stream gemacht habe, so 20 Minuten, sondern halt wirklich mal 3-4 Stunden. Und dann guckt man, ob man Bock hat, das noch irgendwann mal fortzuführen. Ich glaube, viele Spiele waren damals auch nicht so lang. Es kann sein, dass wir ein paar Sachen dann auch durchspielen. Beziehungsweise, meistens sind die Spiele sehr kurz, aber unfassbar schwer gewesen. Müssen wir mal gucken, ob wir dann ein bisschen mit Save States schummeln oder sowas. Oh, wie schnell dieser Vergangenheitsbeam da ist. Ich bin 3 Sekunden vorne und er ist noch vor mir? Das ist ein toller Hecht. Vergangenheitsbeam Fanclub. Ach komm! Einfach die Kurve anschreien. Wieso ist die letzte Runde immer die schwerste? Ich mache immer den gleichen blöden Fehler in der letzten Runde bei dieser Kurve. Oh nein, wieso denn? Wieso, 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 wieso? Haha, ah cool. Das war gerade die schwere Kurve und ich habe sie voll gut genommen. Wieso kriege ich das nur in der letzten Runde mal nicht hin? Die Angst. Es ist wirklich so, dass in dem Moment, wo ich sehe, ist die letzte Runde, dass meine Hände ein bisschen anfangen zu zittern. Das ist dann der Druck. Er hält den Druck nicht stand. Eigentlich kann man es, aber wenn man dann in der Fahrschulprüfung sitzt, fährt man doch 50 in der 30er-Zone. Meistens eher umgekehrt, was nicht so ganz so schlimm ist.
Ach komm! Ja, das Spiel kann auf jeden Fall einen hohen Blutdruck garantieren. Hoher Blutdruck und Adrenalin. Nein! Dieses verdammte Schild. Langsam fahren. Ich hätte ja auch Bock auf so Strategiespiele wie Battle Isle oder Moon von Kronos. Ich hätte auch Bock hier Rings of Medusa noch mal länger zu zocken, was ja eigentlich mehr so ein Handelsding ist. Naja, so viele Spiele. Ich weiß halt nicht, ob das nochmal spannend wird, wenn man sich da mal ein bisschen mehr Zeit für nimmt. Ich weiß, dass ich als Kind das total spannend fand. Da an der einen Stadt den Reis zu kaufen und in der anderen zu verkaufen. Mann! Herrscher des Olympzeus. Nee, sowas meine ich nicht. Sowas meine ich nicht. Das wäre natürlich wieder was anderes. Das wäre vielleicht auch mal ganz witzig. Aber ich meine sowas, wo man nicht Herrscher über eine Stadt oder so ist, sondern quasi wirklich als Händler nur von Dorf zu Dorf zieht. Bei Zeus muss man ja, glaube ich, richtig eine Stadt aufbauen, ne?
glaube, dann würde ich lieber Civ 6 spielen. Aber ich glaube, dieses Zeus Herrscher des Olympus sogar auch mit bei. Das ist irgendwie auch aus der Zeit, oder es gab zumindest irgendwann mal eine Amiga-Version von einem ähnlichen Spiel. Das war dumm. Ja, genau. Warum auch immer man dann so schräg aufkommt manchmal. Nein! Wieso auch immer ich jetzt durch die Gegend fliege? Ja, ich hab sie dann doch vermisst. Wenn ich nicht smooth höre, wenn ich mal was mitgemacht habe, dann komme ich hier nicht vorwärts. Außerdem muss einer am Anfang 3, 2, 1, go sagen. Hey, Noel! Genau, Smoothie. Schmusi! Ach komm. Hey Zepnir. Ich habe reingeguckt, wie du, also ich habe den Mitschnitt geguckt, wo du mit dem Bogen Dark Souls spielst. Ganz den Anfang. Und es ist schon, ja, das ist sehr witzig. Aber ich fand cool, du machst ja anscheinend da wirklich nochmal ein richtiges Let's Play draus und, Quatsch mit den ganzen Leuten und so.
dachte erst, weil du erstmal am Anfang ja durch die Gräber da so vorbeirennst, dass du eher ein bisschen auf die Tube drückst, aber du kommst ja dann wieder. Ich glaube, du wolltest erstmal nur durch, um Falle zu kaufen? Ich bin mir nicht sicher. Ich muss gestehen, ich hab's nur ohne Ton geguckt. Weil ich gerade noch was anderes gehört habe. Aber ich dachte, guck doch dabei mal ein bisschen, wie Zeltmir auf Untote schießt. Und ich war erschrocken, wie langsam man doch schießt. Aber ich glaube, das kommt auch später noch durch die verschiedenen Bögen und irgendwelche Bögenfertigkeiten dann, die man noch auslösen kann oder so. Vielleicht auch mit dem Mana. Ah, okay, ja, genau. Ah, okay. Ich dachte, man kann wirklich so irgendwie, dass man so im Laufen irgendwie 2, 3 Schüsse macht oder so. Ich hatte das mal irgendwo gesehen, aber vielleicht ist das dann so eine Spezialfertigkeit von irgendeinem Bogen oder sowas. Achso, das kann natürlich auch sein, ne? Dass es zwar geht, aber dann machst du halt kein Damage und die Kosten für die Pfeile wachsen dir über den Kopf. Man muss ja wahrscheinlich dann auch ein bisschen effizient haushalten. Das ist mir halt auch so ein bisschen aufgefallen, ne? Normalerweise gehst du hin, haust dir ein, zweimal mit dem Schwert und hast quasi nichts verloren. Und dich kostet es ja, jeder kleinste Kampf kostet dich ja immer Pfeile. Also so ein bisschen, als ob man die ganze Zeit Seelen verlieren würde. Ah, okay. Moment, ich lese dich. Jetzt. Ah, okay. Wieso hast du denn dann da aufgehört, du? Ist ja interessant. 6 Level höher, ja, das ist krass. Ich weiß gar nicht genau, was skillst du jetzt eigentlich hauptsächlich? Ist es dann einfach auch Dex? Oder was macht man da? Und brauchst du Mana für bestimmte Fähigkeiten und so? Ich habe ja jetzt nur den Anfang gesehen. Also, weiß ich nicht, vielleicht die erste Stunde oder so? Ah, okay. Achso, ja, da denke ich ja immer nicht dran, dass das ja so episodisch veröffentlicht wurde. Ich kaufe sowas ja immer erst, wenn es dann fertig ist. Ah, okay. Bisher nur Dex. SAT? Was? Stärke? Kein finalen Plan.
Ach komm, wieso, was mache ich denn da? Gibt's denn andere, die das schon so mit Bogen gespielt haben, wo man eventuell ein bisschen Sachen sich abgucken könnte? Oder willst du absichtlich da nicht nachgucken, um selber einen Weg zu finden? Ach komm, wieso bin ich denn schon wieder so schief? Ja. Crystal Sage fand ich auch nervig, aber ja, mit Nahkampfwaffen ist der halt nicht so schwierig. Ich habe, glaube ich, 3 Versuche so gebraucht. Da fand ich fast nerviger den Weg dahin. Ja, das stimmt. Ich dachte nur, vielleicht gibt's halt irgendeinen Bogen, den man nicht verpassen sollte oder sowas. Aber ja, letztlich im Zweifel könnte man sich den später, falls man wirklich nicht weiterkommt, ja dann immer noch holen. Ah, krass. Ja, kann ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen, irgendwas zu streamen, wo ich mir an einer einzigen Stelle stundenlang die Zähne ausbeiße. Stunden bei Manos. Ich glaube, der Boss, für den ich am längsten gebraucht habe, waren ungefähr 4 Stunden. Und es war in Dark Souls 2 der... In dem zweiten Add-on, der Typ da unten im Keller. Ja, genau, der Fume Knight. Liegt vielleicht auch an meiner Easy-Spielweise, aber sonst gab es keinen Dark Souls-Boss, an dem ich richtig lang saß. Halt bei Dark Souls 2 gab es noch 2 andere Bosse, die mir richtig auf die Nerven gingen. Und das war der... Ach Gott, wie heißt denn der? Dieser geschmolzene Golem da, den man einmal dann im DLC in Blau trifft. Und das erste Mal durchspielen in dieser Feuerfestung. Den fand ich richtig schlimm. Da habe ich, glaube ich, jeweils auch 3 Stunden lang gesessen an beiden Versionen jeweils. Aber jetzt bei Dark Souls 3 gab es, glaube ich, keinen Boss, an dem ich richtig lang saß. Es ging eigentlich alles ganz gut.
Was ich aber auch okay finde. Also ich vermisse jetzt nicht an einem Boss irgendwie 3, 4, 5, 6 Stunden zu sitzen. Ich fand den Schwierigkeitsgrad in Dark Souls 3 sehr gut bemessen. So 1, 2 Stunden an einem Boss knobeln ist okay. 3, 4 Stunden ist, da wird dann langsam ein bisschen heavy. Den Manus da an Dark Souls 1 habe ich ja sogar beim ersten Versuch gekillt. Ach komm! Das war ja der Scherz, als ich meinte, ich kann mir das nicht vorstellen, was zu streamen, wo ich so lange an einer Stelle sitze. Während ich gerade Stunde 4 an dieser Stelle sitze. Oder ich weiß jetzt nicht, wie lange schon. Aber ich glaube, so lange ist es gar nicht. Ich weiß es nicht, müsste ich mal nachgucken. Ich glaube, den ersten Tag, wo wir hier saßen, habe ich eine halbe Stunde gezockt oder so, oder eine Stunde. Dann einmal irgendwie anderthalb und jetzt eine halbe. Und mal gucken, wenn ich es mal schaffe, hier mal drei gute Runden hinzulegen. So ein, zwei gute Runden kriege ich ja gerne mal hin. Dann ist es ja auch gegessen. Zwölf Streams, drei Streams. Aber die ersten beiden habe ich halt, wie gesagt, nie lange dran gesessen. Sondern das war dann eher so, ja, ich zock noch eine Runde Trackmania, bis wir dann zu Walking Dead wechseln. Ich glaube, das längste, was ich bisher an der Strecke saß, waren so 4-5 Stunden. So lange sitze ich hier noch auf keinen Fall dran. Und es muss auch irgendwie ganz absurd sein, dass sie überhaupt solche Strecken gebaut haben. Weil ich meine, von den knapp 4 Millionen Trackmania-Spielern haben es nur 500 bis hierhin geschafft. Sie haben im Grunde alle ihre Spieler auf dem Weg schon verloren gehabt, weil die zu schwer sind. Also ein bisschen so, als ob Dark Souls so schwer wäre, dass nur ein Promille der Spieler das Spiel durchspielen. Schon ein bisschen absurd. Liegt natürlich aber auch daran, dass viele Leute das Spiel nur als Multiplayer-Spiel spielen und die Singleplayer-Strecken sich nicht angucken. Also es liegt jetzt nicht daran, dass es so unmenschlich schwer ist. Sonst würde ich es ja nicht schaffen. So, die Rechtskurve noch. Jetzt ein bisschen länger. Langgezogene Linkskurve. Ganz locker flockig. Jetzt enge Rechtskurve und dann ganz enge Linkskurve. Dann haben wir es doch schon.
Ich weiß immer nicht, wo mein Problem lag, wenn ich es dann sehe und denke, okay. GG! Ja, krass. Ja, hier sieht man, wie viele Leute diese Strecke insgesamt geschafft haben. Und ich bin immerhin der Beste in Brandenburg. Kann ich dem anderen Typen was erzählen? Boah, ey, bin ich froh, das jetzt endlich mal geschafft zu haben. Das ist echt so witzig. Manchmal erzähle ich dann beim Fahren und bin total unfokussiert und fahre einfach wie automatisch diese Strecke einfach perfekt runter. Und dann irgendwann ist wie so ein Aufwachen, dass ich sehe, was? Ich bin jetzt in der letzten Runde, ich bin 5 Sekunden vorne? Was ist passiert die letzten 2 Runden? Genau. Es ist echt verrückt, es ist echt verrückt. Ah, ich bin so froh.